Das gibt noch ein Draw. Das gibt noch ein Draw, ich weiß es. Tja, meine Damen und Herren. Seit einem Jahr habe ich kein Solo-Queue mehr auf dem Main-Account gespielt. Trust Factor und Lirum Larum ist immer wieder im Gespräch und ich habe mich gefragt, wie sieht's aus? Noch vor ein, zwei Jahren konnte ich problemlos hier mit meinem Main-Account reinsuchen, also Solo-Queue-mäßig, und hatte keine Probleme, also mit Cheatern oder sonstigem. Natürlich können Mates trotzdem kacke sein, da schützt einem auch der Trust-Faktor nicht. Aber wie ist es jetzt? Hallo, Sir. Das ist ein guter, das ist ein guter. Ich mache hier mal ein Graffittelchen hin. Ich muss schon sagen, der ist echt gut drauf, der Kollege. Der ist gut drauf. Komm, wir gehen im Kreis. Oh, Mann. Wenn ich verliere, habe ich übrigens einen Lem drin. Bitte, Team, sei cool, bitte, Team, sei cool. Hallo, Team. Hallo, guys. Worst Biggest. Okay, ich bin ganz vorne. Oh, Mann. Oh, shit. Rush B, guys. Also, unter dem Rush verstehe ich was anderes, Monsieur. Wir haben zwei Kills Richtung A, also einer Mitte, der andere bei Second. Nice. Ach Gott, das fängt gut an, ich sag halt mal so. Ich habe zwar direkt auf die Fresse bekommen, was nicht so schön war, aber naja. Side ist auch clear. Bis jetzt keinen Gegner gesehen. Nein. Ah, yeah. Aber darf ich vielleicht auch mal einen Gegner sehen? Hä? Ich meine, ich bin ja froh, wenn die Jungs so reinballern, aber wenn es dann schlecht läuft und du das Glück hattest, all die Jahre keinen Gegner zu sehen, ja, dann heißt es, we playing so bad, green. Ja, hier ist Boller. He's down. Endlich einen genudelt. Aparts. He's down. Ich glaube, die wollen es gar nicht versuchen. Jetzt muss ich aber die Beine in die Hand nehmen. Yeah. Also bis jetzt kann ich mich eher weniger beschweren. Oh. Okay, let's go, then. One shot down. Yeah, let's go. Ich should be clear. Es war ein B-Rush angesagt. Sie gehen halt irgendwie trotzdem auf B. Ok. Der A ist schön frei. Wir könnten voll lecker auf A gehen. Aber wenn ich will, der hat schon, ne? Ich warte jetzt gerade darauf, dass die Gegner auch bald anfangen, richtig reinzuballern. Ist da ganz sicher. Wenn die einfach mal geholt. Behind. Still behind. Behind is down. We're gonna take the. Oh, okay. Surprise, motherfucker! One on side, eh? He's down. Pit up, still. Fuck. Wo sind sie denn? Warum ist denn keiner da? Hä? Die Jungs sind doch beide da unten. Es ist noch ein Gegner. Leute, wollt ihr mich jetzt mit Absicht darauf verhungern lassen? Also ich glaube, die Runde hätten wir auch gewinnen können, ohne dass ich sterbe. Aber okay. Was macht denn unser Boy da auf A? Oh, jetzt fangen sie an, wahnsinnig zu werden, die Jungs, ne? Wir haben jetzt 4 Runden verloren und der rennt einfach jetzt auf A drauf, unser eine Dödel. Ganz alleine, sterbend. Let's go, guys. He's on boost, nice, he's down. Komm, geh rum, geh rum. Ja, das haben wir schön gemacht. Also unser einer dödelt hier nicht. Aber es war wieder so klar, weißt du, das ist der Topfragger, der dann meint, er ist irgendwie der Gute und wenn es nicht jedes Mal so gut läuft, dann sind wir schuld und nicht er. Und deswegen kann er dann auch einfach mal beleidigt wie ein kleines Kind auf die Side rennen und verrecken, also auf der Side, die wir nicht anspielen. Und dann noch rumlabern, Alter. Aus dem Tod heraus. Das sind wirklich mit die schwächsten Spieler in CSGO. Also mental. Also einfach nicht viel da oben los bei denen. Smoking City. Mulling him. Okay. Still, still dark. Nate, 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 pay attention. He's down. You can plant. Okay, just wait. I'm low HP. Okay. Can you rotate on B? Nix da, yellow help an SMB. Der Kerl. Banane. Das ist so ein Spaß, Alter. Weißt du, ich sag eben noch, dass unser Kerl, der auf Banane steht, bitte dann zurückgehen soll, weil wir haben die Bombe ja eh gelegt und das ist eigentlich ein safes Ding. Oder auch nicht. Aber man kann doch nicht einfach dann sagen, help him, ne? Der packt ja auf Banane gegen jemanden face, der sau weit weg ist, dass zwei sterben. Oh mein Gott. Dass zwei sterben und, ja, ich dann mit Lower P alleine on Side stehe. Das ist halt das Ärgerliche. Der macht ein paar Lucky Kills. Wahrscheinlich irgendwelche Eco-Frags. Und meint dann halt, er ist gut, nur weil er da Frags stehen hat. Aber vom Spiel ist nicht wirklich viel Verständnis am Stiesel. Wir gehen mal schön auf. Hier, das meine ich. Er holt sich jetzt hier die Pistolrunde. Holt sich seine 2, 3 Frags.
und bepisst sich dann, wie gut er ist. Solche Dummköpfe habe ich echt komplett vergessen gehabt, ausgeblendet. Aber die gibt's ja auch. Oh Leute, 11-9, meine Damen und Herren. Der Kerl ist komplett bei seinem Peak angekommen da, blau, der Dummbatz. Ja, mein Gott, sei doch bitte leise. Sushi und er sind am Diskutieren. Ich weiß nicht, ob sie sich brüderlich gerade unterhalten oder was los ist. Aber das ist, ist drastisch. Holy shit. Das klingt wie eine Diskussion oder sowas. Es ist auf jeden Fall, ich muss sie jetzt muten gleich. Ich muss sie wirklich gleich muten. Das Dumme ist, beide sind auf B. Das heißt, ich bekomme nicht mit, wenn was auf B ist. Erst wenn ich oben sehe, dass Leute sterben. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Geist. Warum habe ich Leute mit einer mentalen Klatsche am Start? Mid, one is coming. Shot one, shot. He's down. Ich kann doch nicht sehen, dass ein einziger oder mittlerweile zwei das Spiel so sabotieren. Das sah doch am Anfang so sweet aus. Bombe City. Tja, guck mal da. Da kam er City durch, der eine Dödel, und er hat es nicht gerafft, ne? Weil er wieder am Diskutieren war. Okay, ich weiß, warum ich kein Solo Queue mehr spiele. Es ist unglaublich nervig. Holy shit. Mimi. Das höre ich die ganze Zeit von ihm. Mimi. Was macht er denn jetzt? Gut, wir wollen scheinbar verlieren. Zwingend. Ah. Ich kann sie halt auch einfach nicht muten, weil sie irgendwie schon lustig ist. Sind sie die ganze Zeit da. Wie so zwei Weiber. Oh, da ist der Nasty. Nichts dagegen. Holy shit. Okay. Hey, Slam. Einfach ein Win. Ich gehe aus Solo-Queue raus. Ich spiele es nie wieder. Keine Cheater. Alles cool. Aber das... Oh, fuck. Ich bin es halt gewohnt, mit euch zu spielen. Egal, ob im Stream oder offline. Und ihr seid halt einfach ultra nice und nicht so wie die... Ach, Leute hier. Manche. Blau ist jetzt einfach hier zu uns gekommen. Weißt du, der macht doch keine Absprachen oder sowas. Ich habe ihn wieder entmutet. Er ist einfach... der geht einfach irgendwo hin. Das ist ihm jetzt egal. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? Der regt sich so auf und dann ist ihm alles scheißegal. Holy fuck. Es muss ein ganz wütiges Kind gewesen sein. Jemand, der früher wahrscheinlich auch aus Protest geschissen hat. Ich krieg das Spielzeug nicht! Ah! Erbs is coming. Another one. Komm, Sushi, mach den bitte. Sushi, bitte, bitte. Sushi, gönn dir. Doch, mal die Zeit. Sushi, oh, danke. Another one. Ich meine, ich lache jetzt nicht über das Schießen an sich. Ich misse auch ultra oft gerade solche Sachen. Ne? Das ist kein Ding, aber einfach dieses... Wie so ein Auto, das nicht richtig startet. Wenigstens ein Draw. Ich will zumindest das Draw haben. Weil die Gegner sind halt echt Keckels. Kleine Keckels. Oh mein Gott. Das ist übrigens unser Überskiller hier. Unser absoluter Überskiller, der Blaue. Ach, guck dir das an. Wir machen schön zur vierten Eco. Und unser Blaumann... Ich habe ihm gemischt, ich brauche eine AWP, die ich sofort verliere. Oh Mann. Coming from behind, wait a few seconds. One down. Need help, he's on site. He's planting, I think in corner in dark. I'm waiting for you. Nice. So ein Spiel ist so unglaublich anstrengend und komplett spaßfrei. Also ich lach zwar manchmal und ist die Situation auch witzig, aber das Spiel, das hätte ich mir am liebsten geschenkt. Zum Glück ist der Rest so cool drauf, holy fuck. Also dicke, fette Grüße gehen raus an Koma, Rätz und ein bisschen an Sushi. Sushi hat zwar mit dem anderen fett mitgelabert, aber hat zumindest noch das Hirn, um dann weiterzuspielen. Weil das ist ja nicht normal. Vielleicht machen wir auch noch einen Draw, dann ist er wahrscheinlich komplett pissig. Das ist mir dann fast schon recht. Genug. Oh, shit. Das ganze Team gegen ihn. Long. Seine Reaktion zeigt, dass man da wohl den Nerv getroffen hat. Oh mein Gott, hat er nicht gehört? Bitte. Oh, nice. Ja, also irgendwie hätte ich mir ein bisschen, kleines bisschen für ihn gewünscht, dass wir trotzdem einen Lose machen. Zeig mir die Ranks. Schau mir die Gegner-Ranks sind komplett kacke. Das wäre sehr wahrscheinlich ein Downrank gewesen bei mir. Ja, Solo-Queue Experience. Insgesamt ist es gar nicht so tragisch. Ich bin es halt nur gewohnt, mit euch zu daddeln. Und ne, wir sind eine Community und sind keine Pisser. Und von daher ist es halt immer viel, viel, viel entspannter, mit euch reinzukacken, als mit so einem Random. Ne? Der Rest war ja komplett cool. Wir haben ihn zum Ende hin ausgelacht. Alles war schön. Nichtsdestotrotz, wenn es gar nicht erst so weit kommt, ist es irgendwie entspannter. Ne? Gut, dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder im nächsten Livestream. Also am Donnerstag.
Und ich bedanke mich fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Bewertung. Thanks nice, my boys and girls. Und natürlich ein großes Dankeschön geht raus an meine Patreons und Kanalmitglieder. Ich spiele euch jetzt ein kleines Lied auf der Mundharmonika vor. Bitteschön.